Sie hören jetzt einen Mitschnitt der zweiten Radiosendung des Nationalparkradio vom 6. Mai 2016. Die Musikstücke wurden aus rechtlichen Gründen gekürzt. Ja, einen wunderschönen guten Abend wünschen wir Ihnen heute wieder aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Sie sind wieder eingeschaltet bei Nationalpark Radio und wir freuen uns, dass Sie hier wieder dabei sind. Wir haben die Sendung heute begonnen mit einer jugendlich frischen Melodie und die Aufnahme ist allerdings schon ein paar Jahre alt. Gehört haben wir den Schülerchor der damaligen Realschule. Heute ist das die Integrierte Gesamtschule, die IGS von Hermeskeil. Ich grüße alle Hörer, die heute eingeschaltet haben und uns an den Webradios zu Hause oder wo auch immer zuhören. Wenn ich so auf meinen Monitor jetzt schaue, blinkt es schon ganz gewaltig so in Deutschland. Das geht von Ost nach West, von Nord nach Süden und der ein oder andere Leuchtpunkt ist auch schon außerhalb von Deutschland. Das freut uns hier ganz besonders. Ein kurzer Hinweis, wenn Sie auf unserer Internetseite sind, finden Sie ganz oben auf der Internetseite, auf der Website, eine Mailadresse. Wenn Sie wollen, können Sie uns gerne auch eine Mail ins Studio schreiben und wir würden uns freuen, eine Nachricht von Ihnen zu hören. Die Mail der Zuhörer, die uns von sehr weit zuhören oder besonders interessante Mail uns schicken, lesen wir dann auch gerne am Ende der Sendung vor. So, jetzt geht's aber los. Jetzt kommen wir erst einmal zu unserer Radiorunde, die ich dann gerne einmal vorstellen möchte. So, bei der Moderation wird mich heute die Angela unterstützen. Sie hat uns natürlich auch wieder eine kleine Storytelling-Geschichte, so wie beim letzten Mal, mitgebracht. Dazu kommen wir allerdings jetzt später. Angela? Hallo, schönen guten Abend. So, und so frisch und dynamisch, wie wir da heute angefangen haben, wollen wir dann auch weitermachen. Und dazu haben wir uns natürlich auch Gäste hier ins Studio eingeladen. Das ist ja zum einen Gabriele. Gabriele ist einerseits die stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreises des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Aber heute nicht in der Funktion als Vertreter des Vereins, sondern eher so als einer der wichtigen Köpfe eines Teams, die die Festorganisation mit entwickeln. Und zwar Festorganisation hinsichtlich des ersten Nationalparkfestes, das wir in diesem Jahr in Schwollen finden werden. Ja. Ungefähr. So, bei der Gabriele laufen natürlich alle Fäden zusammen und Gabriele, herzlich willkommen hier im Tonstudio. Danke, hallo. Auch von mir einen schönen guten Abend. Gut, als zweiten Gast hier in der Runde haben wir den Wolfgang Müller. Wolfgang Müller ist ein Bekannter in Schwollen und kennt sich auch in Schwollen sehr gut aus und ist nebenbei auch Beigeordneter im Gemeinderat von Schwollen. Und er wird uns mit Sicherheit nachher noch ein paar tiefere Kenntnisse zum Ort und der Umgebung dann erzählen können. Ja, guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein und zum Gelingen der Sendung hoffe ich doch beitragen zu können. Ja, danke. Wir bemühen uns. So, Schwollen, das Wort ist ja schon gefallen. Schwollen ist der Ort, wo das Nationalparkfest in diesem Jahr stattfinden wird. Wir, das heißt die Gabriele und auch ich, wir haben einen kleinen Beitrag zu Schwollen vorbereitet, um Ihnen die Gemeinde
ein wenig vorzustellen, und diesen Beitrag möchten wir Ihnen jetzt gerne zu Gehör bringen. Schwollen und das Wasser. Eine seit langen Zeiten unzertrennliche Verbindung. Die Verbindung geht zurück bis zum Jahr 1438, als Swallen, wie es damals genannt wurde, erstmals in den Steuerbüchern des Grafen von Sponheim Erwähnung fand. Namensgeber für Schwollen ist der Schwollbach, der im Waldgebiet auf 630 Meter Höhe entspringt und nach ca. 30 Kilometer bei Kronweiler in die Nahe mündet. Seit nunmehr 578 Jahren, mindestens, ist das gute Wasser von Schwollen das Lebenselixier des kleinen Ortes im Schwarzwälder Hochwald. In der Beschreibung des Hofrates A.E. Julius Barnstedt von 1845 liest man sinngemäß über Schwollen: ein Dorf mit 358 Einwohnern, mehrem Säg- und Ölmühlen und reichhaltige Mineralquellen. Besonders sind hier aber die in der Nähe von Birkenfeld befindlichen Mineralquellen von Hambach, ein Sauerbrunnen, und Schwollen zu erwähnen, die, obgleich sie oberflächlich dem Quarzfelsen entspringen, doch wohl ihren Ursprung aus den Tiefen des Porphyrgesteins haben. Diese Heilquellen hatten schon im 16. Jahrhundert einen bedeutenden Ruf. So auch die Erwähnung in der Schweizerischen Zeitschrift für Natur und Heilkunde aus dem Jahr 1841. Die Bedeutung des Wassers findet sich natürlich auch im Dorfwappen wieder. Und hier heißt es in der Beschreibung des Wappens: in geteiltem Schild oben in grün ein silberner Schalenbrunnen mit geteiltem silbernen Wasserstrahl und in rot-silbern geschacht. Der Brunnen der oberen Schildhälfte erinnert an die zahlreichen mineralischen Quellen in der Gemarkung. Das Grün symbolisiert den Waldreichtum der Gemeinde. Die untere Schildhälfte verweist auf die ehemalige Zugehörigkeit zur hinteren Grafschaft Sponheim. Nicht also von ungefähr befinden sich heute zwei Mineralwasserfabriken in Schwollen, die dem Ort auch den Spitznamen Sprudeldorf einbrachten. Die Firma Hochwaldsprudel und die Firma Schwollner Sprudel sind eingesessene Familienunternehmen am Standort in Schwollen. Auch wenn wir im Markt Wettbewerber sind, haben wir uns entschieden, gerade in der Sache Regionalentwicklung und Nationalpark zusammenzuarbeiten. Das Dorf Schwollen ist eine schmucke Gemeinde von heute 430 Einwohnern, umgeben von Wiesen, Feldern und Wäldern, in der es sich lohnt zu leben. Hören wir dazu den Ortsbürgermeister Heiko Herber. Was macht dich als Ortsbürgermeister stolz auf die Schwollner Bürger? Stolz macht mich, dass jeder Einzelne seinen Beitrag zur Verbesserung der Dorfgemeinschaft leistet. Viele Bürger engagieren sich ehrenamtlich in Vereinen, Interessengemeinschaften, bei Arbeitseinsätzen und Spenden. Besonders stolz macht mich aber der Erhalt unseres Schwimmbads und die Einsatzbereitschaft der einzelnen Leute dort. Schwollen ist eine sehr lebendige Gemeinde. Wie lebendig? Kann man in der Kindertagesstätte miterleben. Auch gibt es hier im Ort noch eine eigene Bäckerei mit zusätzlichem Angebot an Lebensmitteln. Wie man hört, werden hier nicht nur Backwaren verkauft, sondern das Bäckerhandwerk wird tatsächlich noch ausgeübt. Also ist es kein Wunder, dass die Leute nicht nur aus Schwollen gerne hierher kommen, sondern auch aus der Umgebung.
Guten Morgen. Guten Morgen. Ich sehe, du hast hier gerade gut eingekauft fürs Frühstück. Gibt es denn irgendein Produkt, das du hier in der Bäckerei in Schwollen besonders schätzt? Ja, die Wasserwecks sind sehr lecker, die Nussecken und der Zopf. Auch hat Schwollen eine Gaststätte, in der man kulinarische Spezialitäten aus dem Hochwald genießen kann. Wie lecker das sein kann, hört man schon am Brutzeln in der Pfanne. Ein Dorf lebt natürlich auch von der Gemeinschaft seiner Bürger. Hierbei sind örtliche Vereine sehr wichtig, die für diese Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit sorgen. In Schwollen sind dies unter anderem der Sportverein, der SV Schwollen ist der Fußballverein, welcher in einer Spielgemeinschaft mit dem Nachbarort Niederhambach sogar in der Bezirksliga spielt. Der Sportverein Schwollen wurde 1927 hier im Ort gegründet, hat mittlerweile ca. 210 Mitglieder. Und wenn man das im Verhältnis zur Dorfbevölkerung sieht, annähernd 460 Dorfbewohner haben wir, glaube ich, sind das mehr als 45%, die im Dorf sich hier im Sportverein engagieren. Unsere Aktivitäten hier im Sportverein beinhalten zunächst mal fast ausschließlich den Fußballsport. Wir haben zwei aktive Mannschaften zusammen mit Niederhambach. Und dann engagieren wir uns weiterhin noch in der Jugendarbeit der JSG Schwollbachtal. Aktuell haben wir zwei C-Juniorenmannschaften hier in Schwollen. Und seit dem Jahr 2012 haben wir uns entschlossen, eine Laufabteilung zu gründen, die sehr gut angenommen wird. Das heißt, ca. 10 bis 15 Leute treffen sich donnerstags abends, 18.30 Uhr am Sportplatz und drehen dann in unserem schönen neuen Nationalpark eine Stunde eine Joggingrunde. Ja. Der Heimat- und Verschönerungsverein kümmert sich um die Pflege von Heimat und Kultur. Der Heimat- und Verschönerungsverein Schwollen hat sich zum Ziel gesetzt, durch vielfältige Maßnahmen die Attraktivität des Ortes und seines Umfeldes zu erhalten und weiterzuentwickeln, so dass die Menschen hier gerne leben. Dazu zählen Erhaltung und Ausbau der Infrastruktur, zum Beispiel unseres Dorfplatzes, oder auch unserer Traumschleifer. Aber auch kulturelle Veranstaltungen wie Theateraufführungen oder Dorffeste, die auch über die Kreisgrenze hinaus bekannt sind. Und die Freiwillige Feuerwehr, die wieder einen ganz besonderen Bezug zum Wasser hat. Vor allem dann, wenn es ums Löschen und die Brandbekämpfung geht. Auch für Besucher und Touristen hat Schwollen einiges zu bieten. Die reizvolle Landschaft mit sauberer Luft und Natur ist ideal für einen sportiven und erholsamen Urlaub. Gut ausgeschilderte Wanderwege laden zu Spaziergängen und zu größeren Wanderungen, zum Joggen und Walken oder zum Fahrradfahren ein. Im Winter bietet das nahegelegene Wintersportzentrum Erbeskopf vielfältige Wintersportaktivitäten. Rund um Schwollen befinden sich viele Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die Römerstadt Trier an der Mosel oder die Edelsteinstadt mit Felsenkirche Idar-Oberstein. Auch die Originalplätze aus der Heimat-Trilogie von Edgar Reitz sind schnell zu erreichen. Und seit Pfingsten 2015 ist ein weiterer, großartiger Grund dazugekommen, Schwollen zu besuchen. Seit 2015 darf sich Schwollen Nationalparkgemeinde des Nationalparks Hunsrück Hochwald nennen. Kommen Sie doch einfach mal vorbei. Ja, das war jetzt soweit unser kleiner Beitrag zu Schwollen, der
neuen Nationalpark gemeint ist seit letztem Jahr. Und ich denke, wir können hier noch ein bisschen mehr erfahren zu dem Ort Schwollen. Und dazu haben wir ja unseren Wolfgang Müller hier vor dem Mikrofon. Und ich würde ihm gerne mal die Frage stellen, Wasser, das scheint ja wohl das ganz besondere Element für Schwollen zu sein. Wie wichtig ist das Wasser für Schwollen und was verknüpft das Wasser mit der Geschichte dieses Ortes? Ja, antworte ich gerne drauf. Also ich denke mal, Wasser war und ist ja in allen Orten ein sehr wichtiges Thema. Orte wurden fast immer an Wasserläufen oder in der Nähe davon gegründet, so auch in Schwollen. In Schwollen gab es früher übrigens auch eine Mühle. Es gibt auch weitere Mühlen entlang des Schwollbachs in Wilzenberg und so weiter. In Schwollen wurde aus der Mühle wurde Öl gepresst. Und deswegen heißt das auch Ohlischmanns Haus. So wurden auch alte Häuser noch nach Funktionen oder nach dem, was damit eben verbunden war, benannt. Aber die besondere Bedeutung des Wassers, speziell für Schwollen, liegt eigentlich nicht im Schwollbach, sondern in der Gründung der Mineralwasserbrunnen. Darüber wurde Schwollen überregional bekannt und es wurden auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze dadurch geschaffen. Das hört sich sehr interessant an. Also das Wasser ist für Schwollen auch ein Wirtschaftsfaktor, wenn ich das so richtig verstanden ja, habe. Durchaus. Ja, durchaus. Schwollen, wir haben es vorhin im Beitrag gehört, ist schon ein relativ altes Dorf, schon fast 600 Jahre alt. Wir würden jetzt vielleicht auch gerne etwas zur Geschichte von Schwollen erfahren. Wie hat sich das so in den 600 Jahren von früher, 1486, glaube ich, irgendwann war es, bis heute entwickelt? Und was ist so der Unterschied vom modernen Schwollen zu dem alten Schwollen, dem historischen Schwollen von früher? Ja, vielleicht muss man da etwas ausholen, weil Schwollen, wie die ganzen Hunsrückdörfer, war ja sehr ärmlich strukturiert in der Vergangenheit. Und eigentlich war der einzige Wirtschaftsfaktor war die Landwirtschaft. Aber sie diente eigentlich nur dazu, sich selbst zu ernähren, sich selbst zu erhalten eigentlich und eine eigentliche Entwicklung in dem Sinne, die hat erst, glaube ich, in den letzten 50, 60 Jahren stattgefunden. Also wenn ich noch zurückdenke, so gab es in meiner Kindheit circa, ich würde sagen, 20 bis 30 landwirtschaftliche Betriebe, die teilweise im Nebenerwerb tätig waren, da die Landwirtschaft zum Lebensunterhalt oftmals alleine nicht ausreichte. Viele Bürger sind auch früher ausgewandert aus dem Hunsrück und haben ihr Glück in der Ferne gesucht, nach Brasilien und so weiter. Also da wurden ja ganze Hunsrück-Dörfer gegründet, weil im Hunsrück der Lebensunterhalt eigentlich kaum verdient werden konnte. Heute allerdings ist Schwollen ein modernes Dorf, das, denke ich, eine gute Mischung zwischen gewerblicher Infrastruktur und einem guten Wohnwert gefunden hat. In Schwollen sind, wie schon mehrfach erwähnt, zwei große Mineralbrunnen angesiedelt mit circa, ich schätze mal, um die 200 Arbeitsplätzen. Daneben existieren noch weitere Betriebe, wie beispielsweise die Firma Casta, die Bauunternehmung Hanefeld, die eben auch weitere Arbeitsplätze schaffen und die für das Dorf wichtig sind. Es wurde ja vorhin schon der Kindergarten eingespielt, die Bäckerei Hoffmann, das Restaurant Hajo Bös. Ja, und nicht zuletzt das Schwimmbad garantiert eigentlich eine vernünftige, solide Infrastruktur, die entwicklungsfähig ist. Also ein Schwimmbad für ein Dorf mit knapp 450 Einwohnern, das ist schon sehr erstaunlich. Ja. Ist das wirklich ein Schwimmbad, das nur von der Gemeinde genutzt wird oder ist es ein Schwimmbad, das in der Verbandsgemeinde? Nein, es war früher ein Leerschwimmbecken, das vom Kreis Birkenfeld betrieben wurde. Mhm. Dann sollte es aufgegeben werden. Aber dann hat sich die Gemeinde Schwollen dafür entschieden, es eigenständig zu übernehmen und weiter zu betreiben. Es wurde dann in der Vergangenheit komplett saniert, ist auf dem neuesten Stand der Technik und erfüllt alle Hygienevorschriften. Wir planen sogar, das Ganze noch etwas weiter auszubauen, sprich also eine Wassererwärmung vielleicht zu installieren über Solaranlage
und es auch im Rahmen der Entwicklung des Nationalparkes vielleicht noch etwas besser strukturell einzubinden. Denn wir haben das Zeltlager in Hattgenstein, wir haben Heiligenbösch oben, das Freizeitlager, und diese Institutionen könnten das Schwimmbad ja durchaus nutzen. Außerdem weiß man mittlerweile, dass nur noch jedes dritte Kind in Deutschland schwimmen kann. Also insofern wäre es auch eine fantastische Gelegenheit natürlich, es dazu zu nutzen, dass man also Schwimmkurse anbieten würde und die Kinder auch nochmal schwimmen lernen könnten. Auch dafür haben wir eine vernünftige Kraft sogar in Schwollen gefunden, die das also freiwillig begleiten würde und sich dort zur Verfügung stellen würde. Ja, das Thema Kinder, das scheint für Schwollen ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema zu sein. Ja, Kinder sind die Zukunft. Ja, genau so ist es. Und es sieht so aus, dass Schwollen so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Also die meisten Dörfer so in der Größenordnung von Schwollen haben ja doch sehr stark mit dem viel angesprochenen demografischen Wandel zu tun. In Schwollen scheint das irgendwie antizyklisch zu laufen. Das scheint dort nicht der Fall zu sein. Wenn ich da auch nochmal darauf, auf den Beitrag zurückkommen darf, dass es in Schwollen auch einen Kindergarten gibt, eine Kindertagesstätte. Es wurde davon gesprochen, dass 60 oder 80 Kinder dort betreut werden. Die sind aber nicht alle aus Schwollen, oder? Nein. Das ist ein Kindergarten, den die Verbandsgemeinde Birkenfeld betreibt, und die Nachbarorte, also Hattgenstein, Oberhambach, Leisel und Schwollen und auch Siesbach besuchen diesen Kindergarten. Also es ist kein Kindergarten von Schwollen. Es war früher die alte Dorfschule, die dann der Verbandsgemeinde zur Verfügung gestellt wurde. Und und sie wird jetzt als Kindergarten genutzt. Aber um die Zukunft zu denken, also wir haben schon mit dem demografischen Wandel zu kämpfen. Das heißt also, unsere Bevölkerungszahl stagniert, sagen wir einfach mal. Und auch eine Idee von uns ist, den Kindergarten strukturell in das Nationalparkkonzept einzubinden. Sprich beispielsweise Nationalpark-Kindergarten, also einfach einen Kindergarten vielleicht mit einem Alleinstellungsmerkmal zu versehen. Ja. Wie das passiert, also mit dieser Einbindung in diesen Naturgedanken und Nationalpark. Ja. Die Gabriele hat ja den Kindergartenleiter, den Kuhn Herber, interviewt, und das wollen wir jetzt mal ganz kurz einspielen. Ich bin heute in der Kindertagesstätte Schwollen bei Kuhn Herber, dem Leiter. Und er wird uns ein bisschen was über den Kindergarten erzählen. Ja, unser Kindergarten, der hat also drei Gruppen zurzeit, und es sind knapp 60 Kinder. Den Kindergarten gibt es jetzt mittlerweile seit ungefähr 40 Jahren. Und wir haben sogar eine Kollegin, die also jetzt in der Nestgruppe arbeitet, die von Anfang an dabei ist. Ja, in der Zeit hat sich jetzt viel getan, und bei uns ist zurzeit ein großes Thema Bildung, nachhaltige Entwicklung. Wir kaufen zum Beispiel also unsere Kartoffeln für das Mittagessen auf dem Biohof hier direkt aus Nohn, also regionale Produkte versuchen wir da jetzt mehr mit reinzunehmen. Ganz wichtig bei uns ist auch die Natur, also wir haben Vogelhäuschen, Nistkästen schon gebaut mit den Kindern. Wir machen einmal die Woche einen Waldtag, wo wir direkt morgens loslaufen in den nahegelegenen Wald, und da bleiben wir dann bis mittags. Und ja, wir gehen auch jeden Tag mit den Kindern eine Stunde spazieren, hier im Dorf und um das Dorf herum, durch Wald und Wiese sozusagen, und das ist uns also sehr wichtig. Also man hört, dass der Nationalparkgedanke hier schon sehr früh im Kindergarten Einfluss nimmt und auch Bedeutung gewinnt. Und der Nationalpark ist ja nun etwas ganz Besonderes. Und deswegen die Frage nochmal an den Beigeordneten der Ortsgemeinde Schwollen. Was ist jetzt so die besondere Bedeutung des Nationalparks für Schwollen, und wie könnte sich das in dieser Verbindung für Schwollen entwickeln, positiv entwickeln?
Vielleicht kannst du was dazu sagen. Ja, mache ich gerne. Also ich denke mal, man soll das etwas weiter sehen, etwas umfassender sehen. Also wir sehen den Nationalpark als eine riesige Chance für die Region. Also man sollte es nicht isoliert, denke ich, für einen Ort betrachten, sondern einfach als Möglichkeit, die Region strukturell weiterzuentwickeln. Dafür muss man einfach Netzwerke entwickeln, das Kirchturmdenken aufgeben und einfach diese Zusammenarbeit pflegen. Sicherlich ist der Freundeskreis Nationalpark mit der Gabriele, mit Ihnen, mit dem Herrn Billard ein sicherlich sehr gutes Beispiel dafür. Also was ich mitbekommen hatte, denke ich, es ist überall eine richtige Aufbruchsstimmung zu spüren, die Kräfte freisetzt und auch in der Zukunft freisetzen wird. Schwollen und die übrigen Belegenheitsgemeinden, also die Gemeinden, die unmittelbar an den Nationalpark angrenzen, leisten ihren Beitrag und wollen auch ihren Beitrag dazu leisten. Wir überlegen beispielsweise derzeit im Gemeinderat, ein neues Baugebiet in einer fantastischen Lage, denke ich, auszuweisen, da es uns wichtig ist, die Wohnentwicklung weiter zu fördern. Darüber hinaus soll der Dorfmittelpunkt touristisch aufgewertet werden. Wir wollen gegebenenfalls behindertengerechte Blockhäuser errichten, die dann touristisch genutzt werden könnten. Weil ich denke, von dieser Art, nenne ich es mal Ferienwohnung oder Unterbringungsmöglichkeiten, gibt es sicherlich viel zu wenig. Alles in allem, denke ich, muss man unsere Region unabhängig von einzelnen Ortsgemeinden in Wert setzen. Das heißt, die Menschen müssen sich mit der Region identifizieren und müssen das auch lernen, sich damit zu identifizieren. Und ich denke, dann werden auch viele positive Kräfte freigesetzt. Das mit dem Identifizieren, das ist ein Prozess, den man mit Sicherheit nicht von heute auf morgen erwarten kann. Aber in Schwollen sieht das Ganze aus, als ob dieser Prozess sehr zügig und sehr schnell vorangeht. Ja, also ich hoffe, wie gesagt, also ich rede auch nicht nur für Schwollen, sondern ich versuche für die Region zu reden und hoffe wirklich, dass das Land Rheinland-Pfalz die Versprechen, die sie gemacht hat, also die Landesregierung, die damalige und auch die jetzige ja noch, dass die Versprechen eingehalten werden und die strukturelle Entwicklung auch sinnvoll begleitet wird. Ja, das hoffen wir natürlich auch und die Wirtschaft wird hier, denke ich mal, auch mitziehen. In Schwollen existieren ja die beiden großen Sprudelfabriken und auch die Gabriele hat den Marco Schub, das ist der Geschäftsführer von Hochwaldsprudel. Das ist korrekt. Ja. Den habe ich interviewt in Vertretung von beiden Sprudelbetrieben. Ja. Und hier haben wir einen kleinen Interviewausschnitt, den wir dazu gerne einspielen möchten und hören wir es jetzt einfach mal an. Mit dem Nationalpark verbinden wir den Erhalt einer intakten Natur und auch im Umfeld eine gewisse touristische oder auch wirtschaftliche Weiterentwicklung der Region. Wir hoffen auf eine gewisse Strahlkraft, dass wir als Region mehr oder besser wahrgenommen werden, auch in Ferngebieten und sozusagen für unsere Region werben können. Das bedeutet zum einen touristisch, also für die Gastronomiebetriebe, für die Hotels und somit auch mit für unsere Produkte als natürliches Mineralwasser. Und für die Mineralbrunnen als Wirtschaftsbetrieb ist es wichtig, dass wir auch in einer intakten Region sind, wo sich Mitarbeiter wohlfühlen, wo sich Touristen wohlfühlen. Und die bietet auch eine gewisse Grundlage für ein jedes Unternehmen. Ja, wie wir gehört haben, da sind die Hoffnungen und die Gedanken an die Zukunft doch schon sehr konkret. Und wenn das so weitergeht, dann könnte das was werden, oder? Ja, denke ich durchaus. Mhm. Weil ich glaube, die Region wurde so ein bisschen mit dem Nationalpark aus dem Dornröschenschlaf erweckt und sieht doch viele Chancen in diesem Nationalpark. Also heißt anpacken, tun und nicht darauf warten, genau, dass es von selbst kommt. Ja, genau. Okay, so. Also nicht darauf warten, dass irgendwann die sieben Wunder irgendwann über uns herfallen. Das ist jetzt das Stichwort für unseren Musikbeitrag, den wir jetzt einspielen wollen, und zwar Fleetwood Mac, vielleicht den Älteren unter uns sicherlich noch ein Begriff, und Seven Wonders, die sieben Wunder, die hören wir uns jetzt mal an.
Ja, das waren Fleetwood Mac mit den sieben Wundern. Und vielleicht auch eines der sieben Wunder unserer Zeit ist, dass die Welt doch eigentlich sehr klein geworden ist. Und wir heute von hier zu irgendeinem Punkt in der Welt in ein paar Stunden hinfliegen können und uns auch über große Entfernungen unterhalten können. Auch Radio machen können, dass man dann auch in den USA hören kann. Internettechnik macht es einfach möglich. Mein Mitmoderator von der letzten Sendung ist heute nicht hier in der Runde hier an unserem Tisch, aber er ist in Amerika zurzeit. Und jetzt versuchen wir mal, ihn in Amerika anzuklingeln und zwar über Skype eine Verbindung herzustellen. So, das probiere ich jetzt mal. Jetzt wird es gleich piepsen. So, dann probieren wir das mal. Noch piepst. Hallo? Oh, er ist da. Hallo Hans-Joachim. Ja, hallo. Ja, grüß dich. Hallo miteinander. Ich höre ganz fasziniert die Radiosendung, die zweite Radiosendung mit und bin also begeistert von den Beiträgen, die ich bis jetzt gehört habe. Also es funktioniert sogar bis nach Amerika. Wo bist du denn genau? Ich bin in Florida im Moment ein paar Tage und komme dann wieder nach Hause in der Nähe von Cape Canaveral, südlich davon, Cocoa Beach und höre eurem Radio zu. Morgen geht's schon wieder nach Hause. Dann werde ich wieder zu Hause weiter agieren können. Okay, hattet ihr denn schönes Wetter in Florida? Wir haben schönes Wetter. Im Moment unterscheidet sich das von dem Zuhause nur durch ein paar Grad mehr Temperatur. Wir haben hier 25 Grad, wolkenlosen Himmel und sehr warmes Wasser allerdings. Da kann man sehr schön drin rumlaufen und warten. Wunderbar, ja. Also wir haben hier auch tolles Wetter. Also wenn du zurückkommst, bringst du quasi noch ein bisschen gutes Wetter mit. Also heute waren es, glaube ich, 23, 24 Grad war es auch. Ja, ja, so warm. Also ja. Strahlender Sonnenschein, wie man so sagt, Kaiserwetter haben wir hier. Also komm schnell nach raus, damit du noch viel davon mitkriegst. Aber wir haben... Ja? Du wolltest etwas sagen. Ja, ich bringe noch ein bisschen mehr Temperatur mit. Ich sehe es auch im Internet, kann man das sich ja sehr schön anschauen. Und über Webkameras sieht man das ja, dass sich das Wetter zu Hause positiv entwickelt hat. Das freut mich natürlich. Gut, so, aber die Fragen, die ich eigentlich an dich stellen wollte, gehen eigentlich in eine ganz andere Richtung. Schön, dass wir hier die Verbindung zustande bekommen haben. Ich habe mir hier mal ein paar Fragen aufgeschrieben und zwar, wir haben ja jetzt demnächst an von Leichnam das große erste Nationalparkfest und findet ja in Schwollen statt. Jetzt muss ich dich mal fragen, so als Vorsitzender des Freundeskreises, diese Idee des Nationalparkfestes, wo ist die hergekommen, wer ist da dran beteiligt? Kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen? Ja, kann ich gerne tun. Mit der Gründung und der Entstehung des Nationalparks, auch in der Vorfeld, haben wir ja eine Dynamik erlebt. Und der Wolfgang Müller hat es eben sehr schön geschildert. Diese Region ist wach geworden und ist aktiv geworden in einer Art und Weise, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Also mit der auch außen nicht gerechnet wurde. Und es ist richtig, es macht Spaß, in der Region für eine Sache einzutreten, die nicht nur dem Nationalpark an sich, sondern auch der ganzen Region zugutekommt. Und wir haben Akzente gesetzt, alle zusammen über die Verwaltungsgrenzen hinweg zur regionalen Identität, aber auch nach außen eine Geschlossenheit gezeigt, die sich dann speziell im Wahlkampf deutlich machte und auch danach über unser Fachsymposium sogar Einflüsse, positive Einflüsse in die Koalitionsvereinbarung der neuen Landesregierung gehabt hatte. Und in diesem Zusammenhang war auch unser Anliegen als Freundeskreis immer, dass wir über die Kreisgrenzen hinweg versuchen, beitragen wollen dazu, dass es zu einer gemeinsamen Identität in der Region kommt, damit wir gemeinsam über die Kirchtürme hinwegschauend was gemeinsam entwickeln. Und eine Idee dazu war, dass wir das sehr erfolgreiche Eröffnungsfest fortführen mit einem Nationalparkfest, das im Sinne eines Staffellaufs durch die Region wandert. Und dank Gabriele hatten wir mit Schwollen ein Dorf gefunden für das erste Fest,
von der wir überrascht waren. Und ich muss mich da jetzt ganz herzlich an bei allen Schmollnern und speziell natürlich auch bei Gabriele bedanken für eine hochkonstruktive und super motiviertes Team, mit der wir gemeinsam uns das erste Fest zusammen planen und dann auch durchführen. Und ich freue mich da auch richtig drauf. Man merkt auch in dieser Gemeinschaft, in dieser Truppe ist eine positive Stimmung zu merken für dieses Fest. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörer, die uns dann auch reichlich besuchen und sich vor Ort informieren, es wird sehr viel geboten, das merken und auch spüren. Und das soll dazu beitragen, dass wir, wie gesagt, zusammenwachsen als eine Nationalparkregion und auch was gemeinsam entwickeln. Also das Nationalparkfest ist dann die Klammer für die Region und da wollen wir gemeinsam so richtig was losmachen. Also was da alles los ist auf diesem Nationalparkfest, da kommen wir nachher noch sehr ausführlich drauf zurück. Die Gabriele wird uns da eine ganze Menge dazu erzählen können. Was vielleicht auch noch erwähnenswert sei, wir haben ja dieses Nationalparkfest unter das Motto gestellt, ein Jahr Nationalpark, 100 Jahre National Park Service. Mhm. Und da muss ich mich jetzt auch noch ganz herzlich bedanken. Ich bin ja nun im Mutterland der Nationalparke in Amerika. Mich ganz herzlich für unsere wirklich gute Freundschaft, enge Freundschaft mit dem US-Generalkonsulat in Frankfurt, der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, des Deutsch-Amerikanischen Instituts Saarbrücken, bedanken für Ihre Hilfe, für unser gemeinsames Motto, ein Jahr Nationalpark, 100 Jahre Nationalpark, Service. Und aus dieser reichhaltigen Erfahrung der Amerikaner können wir sehr viel profitieren und auch sehr viel Nutzen für unsere Region. Und diese Hilfe wird uns auch dadurch auch ganz spontan dadurch unterstützen, zugesagt, dass die US Army Euroband und die US Air Forces in Euroband beide an dem Fest sich teilnehmen werden. Und was ich vielleicht erwähnen sollte, dieser ganze Prozess sollte weitergehen, wie du das schon sagtest, als Klammer dienen. Und wir möchten gerne jeden auffordern, der Lust hat, mitzumachen. Bei uns mitzumachen, beim Fest kann er sich von informieren über das, was passiert hier, was in unserer Region passiert und dann weiterhin im Freundeskreis über eine rege Beteiligung und Unterstützung würden wir uns sehr freuen. Ja, okay. Jetzt ist das erste Nationalparkfest und es sollen ja noch viele weitere folgen, natürlich jedes Jahr irgendwo anders. Ist schon ausgemacht, wer denn im nächsten Jahr das nächste Nationalparkfest dann ausrichten wird? Wir haben mit der Gemeinde Nohfelden im Saarland die nächste Gemeinde gefunden, die das Nationalparkfest 2017 veranstalten will. Und wir werden sicher auch Akteure vor Ort auf unserem ersten Fest kennenlernen und auch mit denen auch schon uns darüber Gedanken machen, wer denn der nächste Ausstatt, wie das Fest im nächsten Jahr in Nohfelden stattfinden soll. Mhm. Und wenn jetzt Gemeinden da richtig Spaß daran finden werden, davon gehe ich eigentlich aus, und würden gerne auch für die Zukunft sich hier engagieren und beteiligen, an wen müssten sich jetzt die nächsten Ausrichter wenden, um sich hier für die Ausrichtung eines kommenden Nationalparkfestes bewerben zu können? Also jede Gemeinde, die mitmachen möchte, bitten wir darum, können sich gerne bei uns melden, können sich auch vor Ort das mal anschauen, wie das erste Fest wird. Mhm. Und dann würden wir uns echt freuen, wenn mehrere Gemeinden sich in nächster Zeit finden werden, die dieses Fest dann weiterführen und auch dann dazu beitragen, dass ein Fest in einer Region wandert und zum Zusammenwachsen dieser Region führen wird. Ja, das hört sich doch sehr, sehr positiv an. Irgendwo haben wir jetzt ein Rauschen drin. Ja, okay. Anscheinend ist das die Leitung nach Amerika. Irgendwo steht einer auf der Leitung und rauscht jetzt vor uns hin. Okay, Hans, recht herzlichen Dank, dass du uns hier von so weit weg so viel Informationen gegeben hast. Wir wünschen dir hier in der Runde noch einen schönen weiteren Aufenthalt in Florida und freuen uns, wenn du wohlbehalten wieder zurückkommst und zurück bist und wir dann das Nationalparkfest gemeinsam mit dir dann auch in Schwollen feiern können. Danke euch, wünsche euch eine schöne Sendung noch und sonntags sollte ich dann, wenn alles gut geht, wieder zu Hause sein. Alles klar, tschüss.
Danke, tschüss. Tschüss. So, es rauscht zwar immer noch. Woran das jetzt liegt, weiß ich jetzt nicht. Ist aber jetzt nicht so schlimm, das werden wir gleich korrigieren. Wir hören uns jetzt den nächsten Musiktitel an mit dem Titel On Ira. Wir werden, wir können den Satz jetzt weiterführen, wir werden einiges tun hier im Nationalpark. Und der Liedbeitrag kommt von der französischen Chansonsängerin Sass. Und da wünsche ich mir viel Vergnügen beim Zuhören. Ja, On Ira, wir werden so einiges tun. Und jetzt ist die Gabriele ganz nah ans Mikrofon gerückt. Und es geht ja um ein ganz, ganz großes Fest in einem kleinen 450-Seelendorf Schwollen. Da muss man sich eigentlich fragen, wie kann das eigentlich gehen? Und ich sage mal, das kann sehr gut gehen, wenn man Organisationstalente hat wie die Gabriele und wahrscheinlich auch noch einige mehr. Gabriele, was machst du in dem Organisationsteam und wer ist da so noch alles dabei? Okay, ja, unser Organisationsteam. Wie du vorhin schon gesagt hast zu Beginn, bei mir laufen im Moment die meisten Fäden zusammen. Mhm. Das dürfte wohl daran liegen, dass ich als Schwollnerin praktisch, wie soll ich sagen, von Anfang an das verbindende Element zwischen dem Freundeskreis Nationalpark Hunsrück und der Ortsgemeinde Schwollen war. Genau, wir haben ja vorhin schon erwähnt, du bist ja stellvertretende Vorsitzende auch im Freundeskreis. Jetzt darf ich noch ein bisschen weiter ausholen. Du bist auch Mitglied im Gemeinderat. So ist es. Ja, von daher ist diese Verbindung optimal. So kann man es jetzt sagen, ja. Genau. Kurze Wege. So ist es, ja. Und zudem habe ich dann, als dann das Orga-Thema ins Leben gerufen wurde, auch die Protokollführung übernommen und noch verschiedene andere Aufgaben, die angefallen sind. Zum Beispiel die Pressearbeit ein bisschen zu unterstützen und auch im Arbeitskreis Dienste mitzuwirken. Mhm. Aber, das kann ich mit ein bisschen Stolz sagen, die Teamarbeit in unserem Orga-Team, die funktioniert wirklich hervorragend. Für jede Aufgabe, die so anfällt, findet sich eigentlich schnell immer jemanden, der sie übernimmt und wird auch unkompliziert und ohne großes Aufsehen erledigt. Ich habe auch so das Gefühl, dass die Verständigung untereinander, unabhängig jetzt von Ortsgemeinde und Freundeskreis, mittlerweile sehr gut funktioniert. Das hört sich positiv an, ja. Zum Orga-Team selbst. Wir sind insgesamt gut 15 Leute und haben diverse Arbeitskreise gebildet, was halt so notwendig ist. Dienste habe ich alles schon genannt, aber zum Beispiel auch Technik und Platzaufteilung und der Verkehr und solche Sachen müssen geregelt werden. Von den Mitgliedern her, also neben den Leuten aus dem Freundeskreis, allen voran natürlich Hans-Joachim Billert und Rainer Skrieber. Rainer Skrieber, muss ich dazu sagen, ist auch eben geschäftsführender Vorstand des Freundeskreises. Genau. Ja. Und auch Ortsbürgermeister Heiko Herber ist mit dabei. Und neben diesen Leuten wirken vor allen Dingen auch Vorsitzende und Mitglieder vom Schwollner Sportverein, von der Feuerwehr und auch vom Heimat- und Verschönerungsverein mit. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine richtige Mammutaufgabe ist, das alles hier zu bewältigen. Ich meine, Organisationsteam muss alles gut laufen, aber man braucht ja auch viele Leute, die hier sich engagieren, die mitmachen, die helfen, die sagen, ich mache dieses, mache jenes. Und ist da nicht das halbe Dorf jetzt engagiert? Doch schon. Also ich will nicht sagen das Ganze, aber nahezu. Man merkt schon, wie das Fest die Leute wachrüttelt und wie viele doch mit anpacken. Ich meine, das ist in Schwollen eigentlich oft so, aber es hat mich auch überrascht und darüber bin ich auch sehr froh, dass auch bei diesem Nationalparkfest wirklich so viele, die vielleicht auch weniger mit dem Thema zu tun haben, mit anpacken. Ja. Und seit wann seid ihr jetzt hier dran, das alles zu organisieren? Das fängt man ja nicht so 2 Monate vorher erst an. Nee, aber wir waren auch nicht so sehr früh dran. Das erste Treffen vom Freundeskreis mit den Schwollnern Vereinen hat Mitte November stattgefunden. Und da wurde erstmal das Ziel praktisch vom Fest erläutert und die Schwollner haben dann tatsächlich Interesse bekundet.
Und dann fing es an mit Ideensammlung fürs Programm und auch für den technischen Ablauf und alles. Ja. Und soll ich jetzt fragen? Das bringt Angela. So ein halbes Jahr Vorlauf. Halbes Jahr Vorlauf. Ja. Braucht man schon, ne? Braucht man, ja. Erwähnst du noch die Zusammenarbeit mit den anderen Dörfern? Weil die sind ja auch eingebunden, zum Beispiel Witzenberg, ja, mit der Logistik, mit dem Zubringerdienst, mit der Wegesicherung, genau, dann in Hattenstein vermutlich und Leisel. Richtig, die Feuerwehr, die Schwollner Feuerwehr, war ja von Anfang an mit dabei. Und im Rahmen des Ausrückebereiches mit Wilsenberg-Husweiler und auch mit Hartgenstein sind auch diese Orte mit eingebunden. Die kümmern sich also um das Thema Verkehr und Sicherheit. Dazu zählt die Ausweisung von Parkplätzen, die Organisation des Shuttle Service, aber auch sonst ein bisschen die Zusammenarbeit mit Polizei und Ordnungsamt im Rahmen der Sicherheit. Teilweise natürlich auch Brandschutz, das gehört ja alles mit zusammen. Muss alles bedacht werden. Genau. Ansonsten, vielleicht kann ich noch was dazu sagen, unser Sportplatzgelände, das ist ja relativ außerhalb vom Ort, oben auf dem Berg, quasi fast am Nationalpark gelegen. Vielleicht mal kurz erklären, wenn jetzt das Nationalparkfest stattfindet, wenn man jetzt nach Schwollen reinkommt, wo ist jetzt das Festgelände? Wie findet man das? Ganz einfach. So für diejenigen, die noch nie in Schwollen waren. In Schwollen sieht man eigentlich von vielen Stellen aus unsere Kirche, die gemeinsame Kirche mit Leisel, Heiligenbösch. Ja. Und dort in der Nähe ist der Sportplatz. Die Besucher müssen allerdings nicht selbst zum Sportplatz fahren, können sie auch gar nicht. weil wegen des begrenzten Platzes dort oben war das auch mit den Parkplätzen schwierig. Und so haben wir dann in Schwollen überall Parkplätze ausgewiesen und diesen Shuttle-Service eingerichtet. Das heißt, wenn man nach Schwollen reinkommt, wird man schon direkt mit Schildern oder von der Feuerwehr gelotst. Da wird es verschiedene Parkplätze mit diesem Shuttle-Service geben, aber auch einen sogenannten Wandererparkplatz haben wir uns ausgedacht. Und von dort aus kann man dann ungefähr 2 Kilometer weit durch den Wald zum Sportplatzgelände wandern. Das heißt, die Feuerwehr und andere Vereine sind hier ganz aktiv mit dabei, damit das alles richtig, hier also das, richtig funktioniert. Muss ich sagen, das finde ich auch äußerst bemerkenswert, dass gerade die Feuerwehren vom Ausrückebereich und auch der Sportverein sich von Anfang an mit solch einem Enthusiasmus eingebracht haben. Und das Ganze, obwohl sie ja eigentlich von ihren eigentlichen Vereinsaufgaben her gar nichts oder fast nichts mit dem Nationalpark zu tun haben. Und beide haben extrem wichtige Aufgaben übernommen. Feuerwehr habe ich ja gerade schon beschrieben. Ja. Und der Sportverein, der kümmert sich eigentlich um alles, was mit Technik und Versorgung vor Ort zu tun hat. Wir haben hier von deinen Interviews, die du gemacht hast, noch einen O-Ton von dem Markus Schmidt vom Sportverein. Ja. Sollen wir den mal einspielen? Gerne. Ja, machen wir mal. Moment, dann muss ich das hier mal so... Ja, zum Thema Nationalparkfest, 26. Mai hier bei uns in Schwollen. Wir freuen uns natürlich außerordentlich, dass wir hier vom Sportverein mitarbeiten dürfen. Wir waren natürlich am Anfang etwas erstaunt darüber, welche Dimensionen dieses Fest haben sollte und auch wahrscheinlich haben wird. Das ist natürlich eine große Herausforderung für unsere Mitglieder, aber soweit ich das bis jetzt verfolge, läuft die Organisation prima und wir brauchen eigentlich nur noch gutes Wetter, damit dieses gigantische Fest, wenn ich das mal so sagen darf, auch gelingen wird. Also das macht ja richtig Mut. Also wenn man ihn so hört, das wirkt schon sehr motivierend und reißt wahrscheinlich noch viele mit, die da jetzt auch noch helfen wollen. Ja. So eine ganz große Herausforderung in der Organisation. Ihr macht ja auch Kuchen und sowas in dieser Richtung, dass die Leute... bisschen was zu essen haben, gut versorgt werden, ganz genau, Angela. Und da ist der Heimatverein sehr aktiv. Ja, ist das so? Das ist richtig. Wir haben zwar dieses gemeinsame Orga-Team, haben aber versucht, ein bisschen die Aufgaben zu delegieren, damit es organisatorisch einfach gut läuft. Da, gerade beim Kaffee und Kuchen, das ist ein gutes Beispiel für eine weitere Herausforderung, nämlich das Thema Wasserversorgung. Das ist dort oben auch eher
begrenzt, die Sache. das heißt, so eine riesen Menschenmenge zu versorgen, da hatten wir uns schon einiges überlegen müssen. Und man muss auch mal Kompromisse eingehen. Ja, aber an Wasser darf es doch nicht mangeln in Schulen, oder? Nein, an sich nicht. Nur vielleicht ganz oben auf dem Berg. Ja, also deswegen als Beispiel gerade Kaffee und Kuchen. Ja. Da werden wir zum Beispiel kein Geschirr zum Spülen nehmen, sondern wir greifen auf kompostierbares Geschirr zurück. Ja, und die Kuchen müssen ja alle irgendwo organisiert werden. Da ist also jemand, der dann durchs Dorf läuft oder mehrere, die dann fragen. Und da haben wir auch einen kleinen O-Ton, den wir vielleicht hier an dieser Stelle mal einspielen können. Gerne. Das mache ich jetzt mal hier. So. Okay. Ja, jeder Haushalt im Ort wird besucht und die Bewohner befragt, ob sie einen Dienst oder eine Kuchenspende leisten wollen. Die Bereitschaft der Schwollner Bürger, sich bei Veranstaltungen und Arbeitseinsätzen einzubringen, ist im Allgemeinen immer groß und hier natürlich auch wieder vorbildlich. Aber auch aus den Nachbargemeinden, wie zum Beispiel Leisel, Hattgenstein oder Siesbach, unterstützen uns viele Einwohner. Dass so viele Menschen an einem Strang ziehen, ist wirklich toll. Der Zusammenhalt und das gemeinsame Anpacken ist übrigens nur eins von vielen überaus positiven Merkmalen unserer sonst so als rückständig und perspektivlos geltenden ländlichen Region. Da können sich viele Städte eine Scheibe abschneiden. Ja, das glaube ich auch, dass sich da viele eine Scheibe abschneiden können. Und was hier so los ist, ist schon eine ganz besondere, eine beachtliche Sache. Ja, das stimmt tatsächlich, wenn ich da noch mal ganz kurz einhaken darf. Also es ist tatsächlich so, wie eben schon kurz angesprochen, fast das ganze Dorf packt mit an, um dieses Nationalparkfest in diesem kleinen Ort auch wirklich stemmen zu können. Und dafür möchte ich mich natürlich persönlich und auch im Namen des Freundeskreises ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern bedanken. Also ich schließe mich diesem Dank an, ohne jetzt zu versäumen, dass natürlich auch weitere Helfer immer noch gebraucht werden. Also wer hier an diesem Fest noch Hand anlegen will und mitmachen will, um das zu einem noch ganz besonderen großen Erfolg zu führen, ist gerne eingeladen, sich hier bei der Gabriele zu melden und zu sagen, also ich mache dies, ich mache noch Standdienst oder ich backe noch einen Kuchen oder sowas. Genau, da wären wir sehr froh drüber. Ja, okay. Dann haben wir das mal so in die Welt rundgeschickt und ich hoffe, dass da noch viele sich melden. Gut. Das ist die Organisation und nachher kommen wir zum Programm. Was erwarten die Besucher, die auf dieses Fest dann kommen werden, so an Highlights, an tollen Sachen. Und bis es soweit ist, wollen wir uns noch ein bisschen Musik gönnen. Und zwar haben wir eine Gruppe, da ist ein Gruppenmitglied, ist sogar Bürger und wohnt in Birkenfeld. Und die Angela kennt die Gruppe ganz gut und einen von denen kennen Sie, glaube ich, auch persönlich. Ja. Und sie darf dann hier mal diesen Titel kurz ansagen. Ja, das ist also von Broom Bassams, das Lied Wenn ein Lied. Das ist im Original von Xavier Naidoo und den Söhnen Mannheims. Ja, dann lass mal laufen. Ja, das war Broom Bassams. Das ist also, wie gesagt, eine in Deutschland ansässige, eigentlich englische Band. Die spielen halt eine Musik aus Traditionals, Eigenkompositionen und Instrumentalstücken. Bei diesem Lied war jetzt die Katie Doherty mit dabei, die hat mitgesungen. Andrew Cady ist einer der Akteure, der studierte Volksmusik in nordenglischen Newcastle. Er spielte in mehreren Gruppen in England, bevor er nach dem Studium nach Deutschland zog. Und Mark Bloomer, den ich halt auch kenne, war professioneller Schlagzeuger, bevor er in Irland zur Volksmusik fand. Ja, und beide hat eigentlich die Liebe hier in Deutschland ansässig werden lassen. Broom Bassams selber wurde 2005 von den beiden gegründet und entstand aus der gemeinsamen Arbeit, aus einigen Sessions, die sie so gemacht haben. Sie traten halt sehr oft in Folkmusikfestivals an und ja, Mark wohnt, wie gesagt, hier in Birkenfeld und organisiert auch seit 5 Jahren mittlerweile die Irische Nacht in Birkenfeld und die findet jetzt am 21.05. wieder statt in der Jahnturnhalle. Also wer Lust hat, kann da auch gerne hinkommen. Ist ganz toll. Ja, vielleicht mal gucken, ob ich die Zeit habe, dann
Hier höre ich mir das an. Vielleicht bei irgendeinem anderen Nationalparkfest, vielleicht können wir die Broombesums mal engagieren, das würde mich freuen. Okay, gut. So, Gabriele, jetzt kommen wir zu den Höhepunkten, den Programm-Highlights dieses Nationalparkfestes. Das Programm steht ja schon fest. Mhm. Und was können die Festbesucher alles erwarten? Ist da für jeden, für alles, für jeden irgendwas dabei? Das will ich doch hoffen und meinen. Also für einen Tag haben wir wirklich ein attraktives, umfangreiches Programm. Ich kann natürlich nicht alles aufzählen, aber ich möchte doch möglichst umfassend informieren. Wie geht's los? Mit einem Eröffnungsgottesdienst. Aber vielleicht mal zum Allgemeinen würde ich sagen, es gibt diverse Informationsstände und dann natürlich eine gute Auswahl, wie bei jedem ordentlichen Fest, an Essen und Trinken. Ganz wichtig, ja. Dabei reicht das Angebot eigentlich von vegetarischer Küche über Fisch, Flammkuchen, gefüllte Klöße bis hin zu Wild und Eiscreme. Mhm. Und ich denke, Kaffee und Kuchen und Gegrilltes sind bei uns selbstverständlich. Mhm. und zum Beispiel mit der Firma Hops Brewing haben wir sogar noch ein kleines Highlight für Bierliebhaber. Ist das ein spezielles Bier? Das ist eine regionale Firma aus Hopstetten, Hopstetten-Weiersbach. Und es gibt nämlich noch ein zweites Hopstetten. Die stellen Kraftbier her. Kraftbier, also was, um richtig Kraft zu tanken. Ja. Sozusagen, ich glaube eher so neuere Variationen mit verschiedenen Geschmäcken. Dass man das Fest gut übersteht. Aber ich denke mal, die Festbesucher kommen jetzt nicht nur, um jetzt zu essen, zu trinken. Die kommen natürlich auch, um sich zu informieren. Ja. An Infoständen werden wir mehr als 20 vor Ort haben. Mhm. Mit dabei natürlich ist das Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald und ein Stand unserer amerikanischen Veranstaltungspartner mit einem amerikanischen Ranger. Sicherlich wird das interessant. Dann sind natürlich auch vertreten der Naturpark Saarhunsrück, der Umweltcampus Birkenfeld und verschiedene Vermarkter von regionalen Produkten. Das heißt, die Region ist rundum perfekt vertreten. Ja, es kommen auch noch verschiedene Vereine zum Beispiel dazu, die sich vielleicht schon länger mit regionalen Interessen befassen, wie zum Beispiel die Historische Eisenbahn oder die Deutsche Edelsteinstraße, auch die Hochwaldkelten. Aber auch welche, die vielleicht kürzlich oder gerade im Rahmen des Nationalparks neu entstanden sind. Wir werden informiert von Ecopark Concepts über den entstehenden Bikepark. Und zum Beispiel dabei ist eine neue Firma, Erlebnis Nationalpark. Die bieten Schnuppertouren mit Nationalparkführern an und zum Beispiel Nationalpark zum Glück. Mhm. Ansonsten gibt es natürlich auch noch einige Vorträge. Ja, will ich eigentlich nicht näher drauf eingehen, ist aber auf jeden Fall interessant. Und eine Drachenvorführung mit dem Drachenbaumeister Arthur Skip. Also für jeden was dabei. Genau. Mhm. Und das Unterhaltungsprogramm, wie sieht das aus? Ah, ja, das Unterhaltungsprogramm beginnt, wie schon erwähnt, mit dem Gottesdienst in Heiligenbösch. Und dann folgen einige Ansprachen und musikalisches Programm. Durch unsere amerikanischen Freunde können wir die US Army Row Band mit dem Chor der Rhine River Ramblers begrüßen. Oh, das ist toll. Da habe ich was, das können wir einspielen. Prima. Das habe ich gefunden, und zwar in YouTube. YouTube sei Dank. Die Rhine River Ramblers. Die hören wir uns jetzt mal an. Ja, das geht ja dann richtig fetzig los. Ja. Die Begeisterung war hier am Tisch eigentlich schon zu spüren. Also die Rhine River Ramblers starten also dieses musikalische Unterhaltungsprogramm. So um die Mittagszeit. Okay, also
Kommt da noch was Besseres? Ich gehe mal von aus, ja? Natürlich, aus der Region kommen natürlich zwei Chöre von Leisel und Hartgenstein und aus Leisel eine Taiko-Trommelgruppe. Tatsu no Kodaiko, die trommelnden Drachenkinder. Ein schwieriges Wort. Das ist was Japanisches, oder? Ja. Ja? Japanische Trommelkunst. Okay, so, da habe ich auch was gefunden, das können wir uns jetzt auch mal anhören. So, okay. Hört man so richtig die Trommelstöcke wirbeln. Ja, ja, das so hört sich das an, wenn die diese Taiko-Trommlers dann das Zelt zum Rocken bringen. Ne? Ja, korrekt. Okay. Was haben wir noch? Dann haben wir noch die US Air Forces in Europe Band Touch and Go. Touch and Go. Also US Air Force Band. Die sind stationiert in Ramstein, oder? Ja, ich meine ja. Ja? Also Touch and Go heißt landen und gleich wieder los. Ja? Vielleicht. Ja, ich glaube. Okay, Touch and Go. Die hören wir uns jetzt auch mal an. Wow, also ja. Touch and Go, also das ist ja absolut professionell, was die da auf die Bühne bringen. Ja, da freue ich mich schon drauf. So, und dann geht's weiter, Gabriele? Am Abend, also gegen 20 Uhr, startet dann die Partyband Crossroad aus Bingen. Also das fetzt dann so richtig, ne? Also wer Party machen will, der muss dann 20 Uhr im Zelt sein. Ja, wobei es ist nicht nur für die jüngste Generation, es ist für jedermann und jeder Frau. Okay, wie das dann hier abgeht, da haben wir auch einen kleinen Schnipsel davon, dass man sich das vorstellen kann. Okay, schon mal anschnallen. Ja, da wird ja ein richtiges Feuerwerk abgebrannt. Toll, klasse. Das folgt auch tatsächlich, dieses Echt? Feuerwerk. Ja. Feuerwerk kriegen wir auch noch zu sehen. Passt ja wunderbar dazu. So ist es. Wann kommt das Feuerwerk? Um wie viel Uhr? So kurz vor 10, 10. Also wenn es dunkel ist, ne? Genau. Ja. Dann ist aber das Fest noch nicht vorbei. Ne? Es geht noch weiter mit den, wie heißen sie? Crossroad aus Bingen sind die, ne? Genau, die fangen zwar um 20 Uhr schon an, spielen bis 24 Uhr und dann soll das Fest ausklingen. Okay, dann ob das bei 24 Uhr dann bleibt, das müssen wir dann mal sehen. Also die Stimmung scheint da wohl auf dem Höhepunkt zu sein. Ja. Wunderbar. Eins möchte ich nicht vergessen zum Schluss. Unser Nationalparkfest wird auch für Kinder, denke ich, recht spannend. Leider war das Kinderprogramm, vieles hat sich erst kurzfristig ergeben oder ist sogar teilweise noch in der Planung. Deswegen ist dazu die Werbung eher knapp bisher ausgefallen. Aber ich möchte nun die Gelegenheit nutzen, ein paar Punkte zu nennen. Ja, gerne. Und fange da auch mit dem Nationalparkamt an. Die haben nämlich Fräulein Brems Tierleben organisiert. Dieses Fräulein Brem wird drei familiengerechte Theatersequenzen zum Thema Wildkatze darbieten. Im Laufe des Tages wird die Geschichtenerzählerin Gabi Salamandra mehrere kurze Improvisationstheaterstücke mit ihren Handpuppen zeigen.
Dann werden außerdem Juliane Becker und zwei Nationalparkführerinnen zusammen mit den Kindern filzen und mit Naturfarben färben. An unserem Stand vom Freundeskreis Nationalpark Hunsrück werden Drachen bemalt und Gabriele Neumann von der Naturschutzinitiative, sie bringt ein kleines Kinderprogramm zum Thema Wildkatze mit. Vielleicht haben wir auch Glück und es wird ein Glücksrad geben mit kleinen wasserbezogenen Gewinnen von den Sprudelbetrieben und eventuell, das ist allerdings noch sehr vage, einen Niederseilgarten für Kindergartenkinder. Kann ich also noch nicht versprechen. So, das war's soweit. Ja, also wenn ich da nochmal auf ganz dem Anfang, auf den Anfang zurückkomme, da ist für alle was dabei, habe ich gefragt. Wenn ich das so höre, es ist wirklich für alle was dabei. Für die Kleinen, für die Großen, für die Feierlöwen. Gabriele hat noch was eingefallen. Ja. vorhin war schon mal die Rede von dieser Firma Erlebnis Nationalpark. Die stellen auch ihr Kinderprogramm Entdecker-Kids vor. Und zu guter Letzt haben wir auch noch eine Hüpfburg von der UEAG. Wow. Okay. Und das alles an einem Tag? Ja. Gibt auch okay, da, zu erleben. Da muss man gute Konditionen haben, wenn man das alles mitnehmen will. Ja. Okay. So. Gute Kondition haben wir, denke ich mal. Und trotzdem gönnen wir uns jetzt ein bisschen eine kleine Pause. Und wir haben vorhin in der Hörprobe Touch and Go gehört. Und von Touch and Go habe ich hier noch einen Titel gefunden. Und zwar eine Coverversion des John Mayer Songs Say. Und den hören wir uns jetzt mal an. That one's for you guys. Thanks so much for all you're doing. Ja, das war Touch and Go mit Say und zu sagen hat uns jetzt die Angela so einige. Sie hat uns eine Geschichte wieder mitgebracht, so wie beim letzten Mal. Ich hoffe, dass es dieses Mal etwas eine Geschichte von Schwollen oder aus der Gegend von Schwollen ist. Ja, ja? Eher Gegend. Ja? Eher Gegend, okay. Das, gut, das Fest ist ja auch ein Fest der ganzen Umgebung, Region, genau. Der ganzen Region, genau. Insofern passt das wieder. So, Angela, ich schiebe dir jetzt mal das Mikrofon rüber und wir sind mal gespannt, was du heute für uns im Gepäck hast. Okay, also es geht um die Geschichte, so um die Petersquelle. Also seit über 200 Jahren holen sich die Menschen an Sauerbrunnen und Petersquelle ihr Wasser, denn dem besondere Heilwirkung nachgesagt wird. Ausgrabungen belegen, dass bereits die Römer die Quelle sehr zu schätzen wussten. Es wurden Steine mit Götterbildnissen wie der Vier-Götterstein gefunden, die Wasser- und oder Quellheilige zuzuordnen sind. Erste schriftliche Belege für einen Kurbetrieb an dieser Stelle gibt es bereits aus dem späten 15. Jahrhundert. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erlebte der Sauerbrunnen eine wahre Blüte. Unter Namen wie Birkenfelder oder Eberswalder Sauerbrunnen zählte er zu den bekanntesten Mineralquellen Deutschlands. Vor allem aus Süddeutschland, Lothringen und dem Elsass reisten Kurgäste an, die die therapeutische Wirkung des Wassers schätzten. Unter ihnen waren viele Fürsten und Adlige mit Gefolge. Sie wohnten auf Schloss Birkenfeld, die anderen logierten in den umliegenden Dörfern. Infolge des Dreißigjährigen Krieges wurde die Kuranlage jedoch größtenteils zerstört und so fand das Badeleben ein jähes Ende. Unter der Alleinherrschaft der Markgrafen von Baden im Oberamt Birkenfeld kam der Kurbetrieb wieder in Schwung. Der Markgraf Karl Friedrich von Baden hatte Interesse an den Quellen bekommen. 1776 erließ er den Befehl, ich zitiere, »dieses herrlich Geschenk der Natur«, zu untersuchen. In der Folge wurde ein Kurhaus errichtet, welches dann 1791 fertiggestellt war. Es bestand aus drei Stockwerken sowie Mansarden für Kurgäste mit Gefolge. Hinzu kamen Gärten, eine Wohnung für den Badmeister, eine Küche, ein Kesselraum, eine Krugbäckerei, um das Wasser in versiegelten Krügen bis zu 60.000 Stück in die Residenzstädte bis nach Riga und St. Petersburg zu versenden.
Stallungen für 20 große Tiere, Remisen für 8 Chaise, wie man da so, wenn man das so richtig sagt, sowie eine Außenanlage mit Pappelallee, ausgedehnte Spazierwegen und einer Sonnenuhr. Die Verwaltung des Bades stand unter der Obhut der Burg Birkenfeld. Bereits 1792 wurde infolge der Französischen Revolution der Bade- und Kurbetrieb eingestellt. 1809 wurde die gesamte Kuranlage nach Beschluss des französischen Gouvernements öffentlich versteigert. Das Kurhaus wurde abgerissen und nach verwilderte die Anlage. 1926 wurde ein Teil der Hauptquellen gefasst und die Anlage der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und 2015 konnte sie wieder so weit saniert werden, dass Besucher sich vor Ort über die Geschichte informieren können. Schautafeln informieren über die Historie des Standortes und am Wasserlauf mit seinen modernen Spielgeräten haben kleine und große Kinder gleichermaßen viel Spaß. Das war jetzt die Geschichte. Die kleine, ja. Und Wasser ist auch ein Lebenselixier. Ja. Kann man so sagen, ne? Ja. Ja, okay. Gut, jetzt gönnen wir uns nochmal einen kleinen Musiktitel, bevor wir dann zu dem Blog Veranstaltungen und Termine in der Nationalparkregion kommen. Und wir hören jetzt einen Titel von Bruce Springsteen, die Buffalo Girls. Here you go, one. So, das waren die Buffalo Girls. Vielleicht widmen wir das ein bisschen um in die Schwollener Girls, die dann sich aus dem Haus trauen und aufs Fest kommen. Wird wohl so sein, ja? Okay, gut. Nächster Punkt in unserer Sendung ist, wie auch beim letzten Mal, wieder ein paar Hinweise, ein paar Tipps zu Veranstaltungen und Terminen. Ich darf hier kurz damit anfangen, die Ranger-Touren, die ja regelmäßig stattfinden und zwar bis zum 31. Oktober und zwar immer dienstags ist eine Inseltour, mittwochs eine Grenztour, donnerstags gibt es eine Waldtour, am Sonntag gibt es mehrere Sachen, da gibt es die Keltentour, da gibt es eine Felsentour auf der Wildenburg. Und die Junior-Wildkatzentour ebenfalls auf der Wildenburg. Wer es genauer nachlesen will, kann das auf unserer Internetseite Freundeskreis Nationalpark Hunsrück.de. So, es gibt aber noch wesentlich mehr und zwar am 7. Mai gibt es den Aktionstag im Keltenpark, veranstaltet vom Freundeskreis Keltischer Ringwall Otzenhausen e.V. Und diese Gelegenheit sollte man dann nicht verpassen und sich mal in den Terminkalender eintragen. Ebenfalls am 7. Mai. Am 7. Mai ist eine ganze Menge los. Einerseits hier der Aktionstag in Otzenhausen oder auf dem Keltengelände bei Otzenhausen. Auch in der Nähe von Ida Oberstein oder auf dem Aero-Club Ida Oberstein Göttschied wird ein internationales Drachenfest veranstaltet, wobei zahlreiche Drachenflieger aus Deutschland und auch benachbarten Ausland hier zu sehen sind. Ja, schauen Sie es einfach mal an. Also es fängt an am 7. und geht bis zum 8. Mai. So, am 12. Mai haben wir in der Europäischen Akademie in Otzenhausen eine Podiumsdiskussion mit dem Thema Faszination Nationalparks zwischen Naturwunder und Umweltschutzpolitik. Es diskutieren hier in der Podiumsdiskussion Reinhold Joost, der Minister für Umwelt- und Verbraucherschutz im Saarland, Dr. Harald Igidi, Leiter Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald und Professor Dr. Klaus Helling ist der Dekan des Fachbereichs Umweltwirtschaft, Umweltrecht am Umweltcampus Birkenfeld am 12. Mai. So, Veranstaltungen des Naturparks gibt es eine ganze Menge. Wer kann die hier nicht gar nicht alle vorlesen? Am besten sehen Sie sich das auf unserer Internetseite an. Dort sind sie alle nachzulesen. Einen möchte ich vielleicht hier rausgreifen. Und zwar am Sonntag, dem 15. Mai, ist der erste Wolfsgeburtstag und Eröffnung vom Naturparkerlebniscamp an der Naturpark-Infostelle Wildenburg. So, dann haben wir den 20. Mai. Dort gibt es einen kulinarischen Workshop rund um den Löwenzahn, eine Veranstaltung für Kinder.
Hier bietet der Naturpark Saar-Hunsrück einen Kinderworkshop rund um den Löwenzahn im Rahmen des Zukunftsdiploms Agenda 21 an. Es wird hier aus frisch gesammelten Wildkräutern und was wird da gemacht? Ein schmackhaftes Löwenzahngelee wird man dazu bereiten. Wer da teilnehmen möchte, kann sich gerne in der Geschäftsstelle in Hermeskeil anmelden, auch auf unserer Internetseite nachzulesen. So, am 21. Mai etwas Musikalisches, und zwar die Blue Note, der Blue Note Verein, Blue Note e.V., präsentiert am 21. Mai im Gasthaus Rothenberg bei Shorty. Ihr kennt Shorty? In Bärenbach? Ja, okay, ist bekannt. Gut, und zwar das ist Samstag, 21. Mai 2016. Wer da kräftigen Rock hören will, kann dort das Richtige finden. Eintritt ist 8 Euro im Vorverkauf und 12 Euro an der Abendkasse. So, am 22. Mai gibt es den Internationalen Museumstag mit Führung im Archäologiepark Belginum in der Naturparkgemeinde Moorbach. So, und dann am 26. Mai, da steigt das große Fest. Ein Jahr Nationalpark, 100 Jahre National Park Service in Schwollen. Und tja, wer noch Fragen hat, einfach auf die Internetseite gucken oder uns vielleicht auch eine E-Mail schreiben. So, das war's zu den Tipps an Veranstaltungen und Programmen für den Mai. Man sieht, das alleine war im Mai und es gibt noch eine ganze Menge mehr. In der nächsten Sendung werden wir dann die Veranstaltungen für den Juni kurz anreißen. So, damit sind wir jetzt fast am Ende unserer Sendung. Ich darf mich dann auch ganz herzlich in der Runde bedanken bei allen, die hier dabei waren. Der Gabriele, dem Wolfgang, der Angela. War eine tolle Geschichte und hat mir persönlich wieder eine ganze Menge Spaß gemacht. Und ich gebe jetzt mal das Wort so in die Runde zurück, dass man noch so ein kurzes Schlussresümee vielleicht sagen kann. Vielleicht fängt die Gabriele an. Gerne. Ich darf noch kurz ergänzen. Neuigkeiten zum Fest gibt es natürlich nicht nur auf der Website des Freundeskreises, sondern auch bei Schwollen und bei der Facebook-Seite des ersten Nationalparkfestes. Okay, gut zu wissen. Ansonsten freue ich mich, heute hier gewesen zu sein. Vielen Dank. Und hoffe natürlich auf viele Gäste, die sich bei uns auch gut amüsieren. Ja, ich kann mich den Wünschen der Gabriele eigentlich nur anschließen. Wünsche dem Fest ein fantastisches Gelingen und vor allem auch gutes Wetter. Denn ich denke, das werden wir benötigen. Okay. Angela, ja, du bist also dran. Mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht. Entschuldigen nochmal diesen Versprecher. Life is life. So ist es, ja. So, ich wünsche noch einen schönen Abend. Ne? Okay. So, danke nochmal an alle. Und vielleicht ein Hinweis, die nächste Nationalpark-Radiosendung wird am 3. Juni sein, jetzt schon in den Terminkalender eintragen. Lassen Sie überraschen, was wir dann am 3. Juni an Themen haben. Der Wolfgang wollte noch was sagen. Darf ich noch jemanden grüßen? Aber ja doch, aber klar doch. Ich hoffe oder sehe, dass ich auch einen Zuhörer aus der Schweiz habe. Und ich hoffe mal, es ist meine Tochter Ann-Kathrin. Und grüße Sie ganz herzlich und freue mich, Sie das nächste Mal zu sehen. Dankeschön. Okay, sei dir gegönnt, dieser Gruß. Gut, damit haben wir unsere Sendung für heute beendet. Ganz kurz noch, so wie beim letzten Mal, von allen nochmal ein Tschüss. So, okay. Tschüss. 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 So, und zum Schluss hören wir jetzt noch eine Band aus Schottland, und zwar die Amy MacDonald mit Let's Start a Band, passend zum Nationalparkfest. Aber jetzt eine Band zu starten, ist vielleicht zu spät, vielleicht fürs nächste Nationalparkfest. Und ich darf dann auch Tschüss sagen, bis zum nächsten Mal am 3. Juni. Tschüss.